Hallo, hallo, Freunde dreister chinesischer Kopierkunst. Das hier, das ist die PSP, die Originale von Sony. Die habe ich jetzt nicht vorgestellt, die sind zum Vergleich da. Was ich aber euch schon vorgestellt hatte, das war die PVP, sehr kreative Namensgebung. Halte ich es auch richtig rum? Ja, PVP Pocket Light, so ein 16€ Telespiel, was aber sich doch ziemlich stark an das Design von Sony anlehnt. Aber halt nur anlehnt. Ich denke mal, für den Preis ist das doch eine 1:1 Kopie gar nicht möglich. Für 30€ jedoch schon, denn die PVP bekommt Konkurrenz von der PNP. Ich gehe mal davon aus, dass diese Buchstaben, diese Namensgebung eigentlich überhaupt gar keinen tieferen Zweck hat. Es geht einfach nur darum, möglichst nah an Sonys Produkt ranzukommen, ohne das Gerät auch namentlich direkt zu kopieren. Tada! Da hätten wir die PMP. Die möchte ich euch heute vorstellen. Kostet mit 33€ ungefähr ein bisschen mehr als die PVP und aber deutlich weniger als die PSP. Ja, das sehen wir. Hier haben es die Chinesen auf jeden Fall ernst gemeint. Das sollte jetzt hier schon eine wesentlich hochwertigere Kopie sein. Auch hier jetzt nochmal. Ich zeige es euch natürlich gleich nochmal im Nahen, aber ihr habt da schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was jetzt folgt. Also, wir sehen uns heute die PMP an von OEM-Werk aus China, das keiner kennt. Viel Spaß dabei. Eins möchte ich aber gleich am Anfang klarstellen, es kann keine wirklich guten Kopien von solchen Gerätschaften geben, weder von Sonys PSP noch von Smartphones wie dem Samsung Galaxy S8, da stelle ich euch ja auch noch eine Kopie vor, oder von den iPhone 7, da habe ich euch bereits eine Kopie vorgestellt. Der Grund dafür ist ganz einfach, weder Sony noch Samsung oder Apple werden hier irgendwie auch Anbauanleitungen rausrücken oder ganze Werke verkaufen, damit irgendeine chinesische No-Name-Firma da ein Gerät kopieren kann. Das bedeutet, das muss hier alles geklaut und nachgemacht werden. Und das ist nun mal kostenintensiv in der Produktion. Und außerdem werden ja auch längst nicht die Auflagen hergestellt, wie bei den Originalprodukten. Schließlich ist der Vertrieb schwierig. Ihr wisst ja, es ist eigentlich verboten, Sachen zu kopieren. Das heißt, wäre hier vergleichbare Technik drin und wäre die Optik so wie jetzt oder vielleicht sogar noch besser kopiert, dann wäre das Gerät so teuer, dass man sich das gar nicht kaufen bräuchte. Man könnte auch von vornherein auf das Original zurückgreifen. Denn warum kauft man sich denn solche Kopien ja eigentlich nur, weil sie billiger sind? Ich werde dazu auch nochmal bei dem Review auf das Samsung Galaxy S8, genau gesagt auf die Kopie von dem S8, nochmal darauf eingehen. Ich zeige euch das hier nur, weil es halt interessant ist, ist es auch irgendwo ein bisschen spaßig zu sehen, wie die Chinesen sich hier immer die Mühe geben, Markenprodukte zu kopieren. Aber ich rate euch immer ab, Kopien zu kaufen, denn nicht nur, gut, das ist keine 1:1 Kopie, die ist ganz normal frei erwerbbar. Deshalb heißt die ja auch PMP und nicht PSP. Es gibt aber auch 1:1 Kopien, eben zum Beispiel von bekannten Smartphones. Und abgesehen davon, dass es ja eigentlich nicht erlaubt ist, 1:1 Kopien zu importieren, zu kaufen oder zu besitzen, ist es auch in der Regel einfach nicht wirtschaftlich, weil die Kopiererei nun mal ziemlich kostenintensiv ist. Und daher kriegen wir in der Regel optisch zwar ganz gute Kopien, aber technisch doch eigentlich ziemlich ein Bullshit. Was zwar bedeutet, dass das Gerät, okay, im Alltag vielleicht ganz gut funktioniert, aber nicht konkurrenzfähig ist zu anderen Geräten, die man den gleichen Preisbereich kaufen könnte. Also holt euch entweder die Originalprodukte oder holt euch statt einer Kopie doch einfach ein Gerät, was bessere Specs hat und genauso viel kostet. Da kommt ihr einfach unter dem Strich besser weg. Sieht halt dann nicht aus wie das Original, hat halt ein eigenes Design, aber was soll's. Okay, gut, habe ich jetzt hier nochmal kurzen Vortrag über Kopien. Also, wir gucken uns das hier nur an, weil es halt witzig ist. Und gehen wir erstmal auf die Optik drauf ein. Natürlich. Weil auch das hier nur eine optische Kopie ist. Die Hardware unterscheidet sich komplett. Ihr könnt auch keine PSP-Spiele drauf spielen. Das sind hier irgendwelche anderen adaptierten Games schon drauf. Und wenn wir uns die beiden Geräte mal ein bisschen genau anschauen, dann merken wir, dass bei der PMP im Vergleich zur PVP deutlich mehr Elemente kopiert wurden. Aufgefallen ist mir positiv, dass vor allem dieser kleine Joystick hier, der, seht ihr, der ist hier auch kopiert und der hat sogar eine Funktion. Also man kann ihn benutzen, das ist kein Dummy. Und wir sehen auch, dass das Gehäuse diesmal fast gleich groß ist, sogar fast gleich stark. Man hat sich ja, wie gesagt, schon Mühe gegeben, dass zumindest auf den ersten Blick man nicht sofort erkennt, ob es sich hier um ein Produkt von Sony handelt oder, ich weiß gar nicht, von wem das andere Ding überhaupt ist. Das wird man wahrscheinlich auch nie rauskriegen. Ja,
Hier wurden schon sehr viele optische, also sehr viele Design-Details hier mit übernommen. Und auch die Rückseite hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Dieser Chromring mit dabei. Hätte man hier eigentlich noch witzigerweise in die Mitte schreiben können, PMP. Im Schriftstyle halt von Sony, aber wurde darauf verzichtet. Hier ist einfach gar nichts. Die mich verarschen. Ich habe hier gerade diesen kleinen Aufkleber entdeckt. Original Authentic steht da drauf. Das ist also original, ist authentisch. Nur authentisch was? Don't you think? Also ich würde mal vermuten, dass dieser Aufkleber, dieser kleine hier auch ein bisschen dafür sorgen soll, dass der potenzielle Käufer glauben könnte, es würde sich hier um ein Originalprodukt handeln. Weil was soll denn das Original sein? Da steht nirgendwo ein Hersteller drauf. Also mal gucken, das ist nämlich die Verpackung hier. Da sehen wir halt ein paar Produkteigenschaften und nur PMP. Da steht halt weder Sony, klar, sonst wäre der Import natürlich sofort verboten, aber da steht halt auch keine andere Marke drauf. Nichts, was man hier finden könnte. Nur PMP, hier ein bisschen im Schriftstil von Sonys PSP gehalten. Zu dem Gerät gibt es dann auch hier ein kleines paar Kopfhörer, aber keine In-Ear-Kopfhörer, sind wirklich ganz, ganz billige. Und dazu ein Ladegerät mit einem entsprechenden Adapter, damit wir das Ding hier auch in Deutschland verwenden können. Und selbstverständlich ein Mini-USB-Kabel. Die haben alle möglichen Funktionen in das Gerät gestopft. Unter anderem werden verschiedene Sprachen unterstützt. Für uns natürlich interessant Deutsch. Verschiedene Spielformate werden unterstützt. Ein eingebauter Akku ist auch drin, ne? Den man halt wieder aufladen kann. Ne? Eigenschaft von Akku. TV-Out. Ja, okay, aber so klingt hat wahrscheinlich keiner mehr. Wir können das Gerät, den Festspeicher, die 8 GB, die drin sind, um eine SD-Karte erweitern. Finde ich auch interessant. Eine Kamera habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen. 1,3-Megapixel-Kamera ist mit drin verbaut. Frag mich, was ich in so ein Videospiel-Dings mit einer Kamera soll. Aber egal. Wir können Musik wiedergeben, wir können Videos wiedergeben, wir können das Gerät mit dem Computer verbinden. Wir haben einen Dateimanager drauf, einen 3,5 mm Klinkenausgang, dazu kommen wir dann auch gleich noch. Schauen wir uns das Gerät mal kurz aus der Nähe an. Es ist natürlich ein kompletter Plastikbomber, bei 33 Euro war das zu erwarten. Hier ist der SD-Kartenschacht, den ich gerade erwähnt hatte. Hier unten, da kann man so eine Schlaufe rein, rumtragen, Handschlaufe rein machen. Hier das D-Pad, drunter eben dieser kleine Joystick, den ich erwähnt hatte. Dann hier die üblichen Tasten und Start, Select. Das hier ist dann laut leiser. Am besten von hinten zeigen, dass mich alles schön bezeichnet. Hier hatten wir gerade gesagt, Mini-USB zum Laden, dann hier Mikrofon, hier der 3,5 mm Klinkenausgang für Kopfhörer. Hier ist offensichtlich ein Multiport, weil hier ist ja auch ein Kopfhörer, schräger TV-Out. Und dann natürlich On-Off-Schiebeschalter, die Kamera, Schräublein und hier noch ein Lautsprecher. Oben natürlich noch zu erwähnen, die Schultertasten. Und das war's. Da schalten wir es auch gleich mal an. Ich denke mal, da seid ihr jetzt schon ziemlich gespannt drauf. Schiebeschalter erst nach rechts und, was man müssen muss, jetzt noch den Startbutton betätigen. Ansonsten passiert nämlich gar nichts. Bei der PvP, da war ja einfach nur zack an und schon geht's los. Aber cool, Baby. Und LED. Wie wir sehen. Ich glaube, das ist auch eine. Der Sound ist im Übrigen echt ordentlich von den kleinen Lautsprechern, schön laut. Und ich meine, damals, das sind ja hier ältere Spiele drauf, muss man ja gleich mal erwähnen. Und die Sounds waren auch meistens immer recht einfach gewesen und daher passt das dann hier mit den Lautsprechern. Und wir sehen uns als allererstes erstmal das Display an, bevor wir zu den Spielen kommen. Und da sehen wir, es ist selbstverständlich nicht blickwinkelstabil. Wenn wir es nach oben neigen, dann wird es so hell und nach unten, da invertieren die Farben und alles wird ganz dunkel. Links und rechts, wie gewohnt, dann geht es einigermaßen. Auch die Auflösung ist hier für die 4,3 Zoll ein bisschen mager. Ja, da sehen wir, das ist alles schon ziemlich verpixelt. Aber auch nur hier im Menü, denn die Games sind natürlich alle älter. Da sind auch keine PSP-Games dabei und diese älteren Games haben ohnehin nicht so hoch aufgelöst. Und da passt das hier auch wieder vollkommen. Man merkst dann halt nur hier im Hauptmenü, dass das Gerät doch recht niedrig auflöst. Und wir sehen außerdem hier, das ist übrigens die Auswahl der Games, die ich zuletzt gespielt habe. Nee, eigentlich nicht. Ich habe Monopoly nicht gespielt. Ist vielleicht doch eher eine rein zufällige Auswahl, aber nicht die vollständige. Warum ist das Ding jetzt aus? Aha, es gibt so eine Art Standby-Funktion, da schaltet sich das Gerät oder das Display dann ab. Wir können natürlich mit den Pfeiltasten navigieren. Ja, wir machen da oben, suchen uns dann gleich ein Spiel aus der Schnellauswahlliste oder unten haben wir das, was ich vorhin erwähnt hatte, hier ein Videoplayer, hier können wir uns Fotos angucken, hier Musik hören, hier ist das Game Center, das ist natürlich ganz wichtig und hier ist die Kamera. Ich habe gerade mal ein paar Fotos gemacht, also die Kamera, die ist total rolldicht, hat keinen Autofokus und die kann überhaupt gar keine Details darstellen. Gehen wir mal eher in den Bildbetrachter. Also das sieht total mies aus. So was wie Weitwinkel kennt das Teil auch nicht. Das ist schon fast eine Zoom-Kamera. Nur, dass man aus dem Zoom nicht rauskommt. Ja.
Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, weil dieses blöde Display ja auch sowas so Bilder nicht wirklich hochauflösend darstellen kann. Also das ist eine echt miserable Kamera. Das ist so eine wie aus so einer billigen Smartwatch. Keine Ahnung, warum die da überhaupt so ein Ding verbaut haben, wenn man es eh kaum benutzen kann. Aber haben uns das auch mal kurz angeguckt. Letztendlich ist das hier ja eine Spielekonsole und keine Kamera. Ich denke mal, die wollten das auch noch so als Multimedia-Zentrum hier machen, aber das ist Blödsinn. Und wir können natürlich ein paar Einstellungen machen, das machen wir dann hier bei Settings. Und da können wir unter anderem über Language dann auch die Sprache einstellen und können hier die verschiedenen asiatischen Sprachen, ne, haben wir ja zur Auswahl, wenn ihr die sprechen könnt. Wir nehmen natürlich Deutsch. Wir spielen, denn es ist eine Konsole und eine Konsole will bespielt werden, weil die mich drauf steht. Nun ist das hier ein bisschen verwirrend. Wir haben hier Classic Games und Games on Demand. Bei Games on Demand, das ist dann hier alles auf Chinesisch, sind dann auch nochmal irgendwelche Spiele, auch ziemlich viele. Kann man ausprobieren, die Spiele sind teilweise dann trotzdem noch auf Englisch. Also da mal hier unter dem Menüpunkt sind auch nochmal Spiele, also. Aber wir haben bereits unter Classic Games wirklich viele Spiele zur Auswahl, mehr als bei der PvP. Und da können wir uns jetzt mal eine kleine Auswahl anschauen. So, das war eine kleine Auswahl von den Spielen, die hier verfügbar sind. Wir sehen ja schon, ich bin gerade bei Spiel 377. Das ist natürlich wie immer Blödsinn. Das war bei der PvP ja auch schon so. Da stand was von 88.000 Spiele. Letztendlich ist es eine deutlich kleinere Auswahl, die dann immer wieder wiederholt wird. Hier sind es aber, glaube ich, zumindest mehr Spiele als bei der PvP. Wie viel genau, das kriegt man kaum raus, weil die ja völlig zufällig dann doppelt sind. Beziehungsweise die sind da wahrscheinlich hundertfach drauf. Ja, aber was sind wir hier noch? King of Fighters haben wir noch, hier haben Ghostbusters, ja, Sports Games sind natürlich auch drauf. Wenn Elfen helfen, habe ich noch gefunden. Final Fight und Dexter's Lab und was weiß ich nicht alles. Und Tetris selbstverständlich auch, Tetris darf nicht fehlen. Was ich nicht gefunden habe, das sind irgendwelche Super Mario Games, außer natürlich Mario Kart. Aber nicht so die klassischen Mario Games, finde ich ein bisschen schade. Pac-Man ist natürlich auch drauf, Pac-Man darf nirgendwo fehlen. Okay. Gut, für alle, die draufstehen, es gibt auch Barbie. Barbie Groovy Games. Wollte ich schon immer mal spielen. NFL Blitz. Ihr seht GBA, das sind also wahrscheinlich ja Game Boy Advanced Games. Okay.
Also, es sind wie immer einfachere Spiele, meistens adaptiert hier von irgendwelchen älteren Konsolen oder Gameboys. Das war insofern zu erwarten, als dass andere Spiele hier auf der Konsole gar nicht laufen würden. Dafür würde die Leistung nicht reichen. Was mir hier ein bisschen missfällt an der Konsole im Speziellen, ist, dass die Leistung ein bisschen unterdimensioniert ist. Manche Spiele ruckeln oder die Steuerung ist zu indirekt. Das heißt, wir haben eine gewisse Verzögerung, was ja mal überhaupt gar nicht geht. Zum Beispiel bei Metal Slug, da geht das überhaupt nicht, weil wer schon mal Metal Slug Speedrun gemacht hat, der weiß, da geht es wirklich um jede Sekunde. Oh ja, Double Dragon ist auch drauf. Micro Machines. Also es sind in der Summe schon jede Menge Spiele. Aber natürlich nicht die tausende Spiele, die hier angegeben sind. Das ist klar, wird auch gar nicht drauf passen. Okay. Ach, hier, Monopoly, gerade zufällig angewählt. Im Übrigen, die Spiele starten wir mit Kreis und dann auf Neustarten. Klingt ein bisschen doof, aber Neustarten startet das Spiel nicht neu, sondern startet es überhaupt. Rücktritt vom Spielemodus heißt natürlich das Spiel beenden. Okay. X ist überhaupt auch allgemein der Zurück-Button. Ja, X ist mal wieder auf der vorherigen Seite. Und wenn wir uns weiter durch X, dann kommen wir wieder auf den Hauptbildschirm. Gut, habe ich jetzt euch eine kleine Auswahl davon hier gezeigt. Es ist ein sehr günstiges Gerät. Ich hätte mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Performance gewünscht. Wie zum Beispiel halt bei der PvP. Hier oder mal kurz gezeigt. Die Games, die sind natürlich dann noch älter, noch einfacher. Alles so im Stil von Super Mario Bros., der erste Teil. Aber läuft dafür eben direkt. Das heißt, die Steuerung ist viel direkter und das gefällt mir. Die Qualität von dem Steuerkreuz und den Tasten, das ist soweit ganz in Ordnung. Gerade die Qualität hier von Start Select und den Volume-Tasten, die finde ich eigentlich richtig gut. Die Schultertasten, die habe ich außer für links und rechts eigentlich bisher noch gar nicht irgendwie für irgendwas gebraucht. Bei Street Fighter müssten wir das eigentlich benötigen, da brauchen wir ja 6 Tasten. Na? Mal mittlerer Punch, High Punch, Low Punch und das Ganze nochmal für Kick, schon 6 Tasten. Ja, wer Spaß an der Freude hat, der kann ja auch mit diesem kleinen Steuer-Joystick hier arbeiten. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Hat auch für mich ein bisschen zu hohen Widerstand. Oh, Breath of Fire 2, das ist im Übrigen auch drauf. Wer hier auf RPGs-Spiel steht, ich habe schon echt überlegt, das mit durchzuzocken. Also, es ist insgesamt ein witziges Telespiel für 33 Euro. Ja, hier keine große Anschaffung. Es sieht ganz gut aus. Es ist sehr, sehr, sehr leicht, bedeutend leichter als das Original. Das liegt daran, dass hier im Großen und Ganzen nur eine kleine Platine drin ist. Das macht das Ganze insofern auch stabil, als dass, wenn es runterfällt, durch das geringe Eigengewicht da nicht so viel kaputt gehen kann. Das Display ist natürlich total billig. Ich denke, es wird auch schnell zerkratzen. Aber, naja, es kostet ja jetzt letztendlich nicht viel. Wer jetzt mal pendeln muss und lange im Zug sitzt oder sich in der Schule langweilt, weil er viel zu intelligent ist für den Unterrichtsstoff, da ist das hier eine nette kleine Abwechslung für zwischendurch. Vor allem halt dann, wenn man sein Smartphone schonen möchte, also den Akku, denn so ein Smartphone ist echt leicht und schnell leer gezockt. Außerdem haben wir ja hier ein Steuerkreuz. Ihr bekommt im Prinzip ein Gerät, was mit der originalen PSP nichts zu tun hat, außer das Design. Na, wenn man drauf steht, ist es ja okay. Wenn man jetzt einfach auch nur was Einfaches sucht, dann ist es ja auch okay. Dann kann man sich sowas ja schon mal zulegen. Ich kann euch ja, wenn ihr lustig seid, den Link unten, wo ich das Ding gekauft habe, habe ich bei eBay geshoppt. Das kann ich ja mal unten in die Videobeschreibung noch packen, da könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ich überlege mir, ob ich Breath of Fire 2 mal durchspiele. Ich stehe auf solche alten RPGs und macht mir, ehrlich gesagt, hier durch das Steuerkreuz einfach mehr Spaß als auf dem Handy. Und mit den Worten verabschiede ich mich dann auch von euch und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann, naja, abonniert halt, nicht wahr? Würde mir sehr weiterhelfen und ihr werdet versorgt mit noch mehr China-Marken, noch mehr China-Technik natürlich und auch mal den ein oder anderen interessanten Klon. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.